So Spatze, sag mal, wo wir jetzt hier sind, in was im Fahrzeug. Im Vision Camper. Genau, Vision Camper heißt der hier. Und den finde ich ganz originell, weil der komplett in Weiß gehalten ist. Also hat schon ein bisschen Rettungswagen-Flair, aber... Oder Übertragungswagen-Flair, aber wenn ich mir das angucke, hier so die ganzen Rundungen, das ist echt mal ein vernünftiges Design, weil die einfach nur so hingeklatscht ist. Also, soft close. Moment, müssen wir zeigen. Jawohl, so mögen wir das. Muss aber dann verriegeln, der verriegelt nicht von selber wie uns. Ja, das weiß ich. Bei uns verriegelt der auch nicht von selber. Schön, dass die Nette ist richtig großzügig, ne? Ja. Dann hier die Küche ist dann hier wieder... Aber auch ein bisschen tief, ne? Zwei Plattenherd. Ja, ist ein bisschen tiefer, ist aber nicht verkehrt. Und die Spüle. Oh, die ist schon benutzt worden. Ich weiß nicht, ob es dann Aussicht gibt. Aber ich finde das Design voll klasse. Das ist nicht so quadratisch praktisch wie die anderen Dinger, sondern einfach so wirklich schick. Wie sagt man? Spacig. Spacig, ja. Also richtig, richtig, richtig modern. Ein Querschläfer. Und auf beiden Seiten Lampen, sodass man auch wirklich sich überlegen kann, ob man so rum oder so umpinnen möchte. Hier ist direkt der Fernseher mit dran gebaut, damit wir die Richtung vorgeben, aber muss man nicht unbedingt da dran lassen. Und reichlich Schränke. Also der, ich finde den total toll. Im ersten Moment wirkt der wirklich ein bisschen merkwürdig. Hier ein großer Kühlschrank. Hier ist nochmal so ein... eine Schublade und das ist auch wertig, das ist richtig wertig. Ich bin mal gespannt, was der kostet. Den Preis haben wir noch nicht gesehen. Hier sind die Lichtschalter und was ich ganz originell finde, die Tür geht so auf, dass sie nirgendwo aneckt wie bei uns. Ich meine, hier im Gang ist natürlich viel Platz. Bad. Der hat ein Raumgefühl, das ist fantastisch. Ja. Aber der ist ja auch, glaube ich, 6,40 Meter, ne? Ist ja. Nee, ich glaube nicht. 6 Meter, was immer. 6 Meter? Wir gucken gleich mal. Ja. So, und dann auf Steckdosen, wo man sie braucht. Wobei jetzt die hier ein bisschen schwer zu bedienen ist. Ich weiß nicht, warum die so eng dran gemacht ist, aber USB ist vorhanden, sogar beleuchtet. Finde ich gut. Ja. Ja. Okay. Was hat er hier noch? Ja, da kann man Getränke rein tun, auch nicht schlecht. Hier, Mülleimer. Ja, super. Hier auch wieder Strom, Schalter. Und die Ambientbeleuchtung finde ich auch total schick. Ich gehe noch mal eben rein, ganz da hinten. Und setze mich mal dahin, damit wir mal ein Gefühl kriegen. Und jetzt sind wir gerade rausgesetzt. Also. Ich finde den toll. Schreibt ihr doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So relativ viel in Weiß, aber die Schmecker sind unterschiedlich. Und was mir gefällt, ist einfach diese Wellenstruktur hier, dass das wirklich so ja, geschwungen ist. Ganz toll. So, gehen wir zu den Fakten nach draußen. Mal gucken, was da draußen war. Noch? Wie waren? Ich mache ja nichts aus, was an war. So. Und dann gucken wir uns hier auch mal vom Weipen an jetzt. Moment. Keine Fakten. Ja, leider können wir keine Fakten sagen. Die Firma heißt Vision Camper. Und müsst ihr mal im Internet googeln. Ja. Aber ich sehe gerade, da ist auch noch einer daneben. Ich muss auch noch mal gucken. Das ist natürlich auf Citroën-Basis. Wir stehen mehr so auf unseren Fiat, aber mal gucken, wie der aussieht. Wir nehmen euch mit. So, der nächste ist Vision Camper
2021 LB auf Pichu-Boxer-Basis, 6T 140 PS und er kostet 52.990. Und ja, ich sag mal so, sehr ähnlich, nur halt ein bisschen mehr eckige Schränke und ein bisschen Farbe drin. Ich sehe gerade den Herrn Özkan von der Firma Vision Camper. Ja, und das ist eine ganz neue Firma. Ist das Letztem Jahr sind wir mit den Fahrzeugen unterwegs. Wir waren letztes Jahr auf der Caravan Salon Düsseldorf mit zwei Dummy-Fahrzeugen, die noch nicht fertig waren. Und dieses Jahr präsentieren wir hier zwei Fahrzeuge, die komplett fertig sind, verkaufsfertig. Und ja, und in dem Fahrzeug hier, in dem 2021 LB, haben wir jetzt zusätzlich noch Überwachungskameras eingebaut, die sich hier direkt unter dem Spiegel befinden, und haben zusätzlich einen Router im Fahrzeug, der unter dem Sitz versteckt ist und in den Sie eine Twin-Karte reinstecken können. Und somit haben Sie das komplette Display, das Touch-Display, was Sie hier oben haben, haben Sie komplett auf dem Handy. Das heißt also, Sie können einmal Ihr Fahrzeug, wenn Sie jetzt weggehen, können Sie ganz normal auf dem Handy, können Sie schauen, wer sich dann in Ihr Fahrzeug nähert. Oder Sie können sich ins Bett legen und über Ihr Handy auch das Licht ausmachen. Das ist mal geil. Ja. Das ist für mich automatisch. Alles automatisch. Ja, ne? Können Sie das Licht eben auch meinetwegen an- und ausschalten, wenn Sie das möchten. Sie haben hier Sensoren, Überwachungssensoren am Fahrzeug, also im Fahrzeug. Das heißt, wenn jemand hier reingeht, würde dann, wenn Sie die Alarmfunktion aktiviert haben, würde losgehen. Genauso haben Sie hier oben an der Karosserie einen Sensor, der eben auch, wenn Sie das aktiviert haben, dann eben, wenn sich irgendwelche Leute ans Fahrzeug nähern, würde sich eben auch der Alarm auslösen. Zusätzlich haben Sie ein kompaktes Gerät für die Stromversorgung. Das heißt also auch, Sie können Solar für dieses Fahrzeug oben auf dem Dach installieren und brauchen es eigentlich unten nur noch anzuschließen. Hat er auch Lithium? Nee, Lithium hat er jetzt nicht. Die Batterien, die müssten Sie sich dann halt dazu kaufen, welche Sie möchten, weil das ist ja, ich sag mal, da gibt es ja zig verschiedene Variationen, ja. Und das entscheidet dann halt auch der Kunde, wie er das möchte. Was mir dazu gefällt, ist, dass da auch noch ein paar Rundungen drin sind, weil oftmals sind die ganzen Camper alle so eckig, quadratisch, eckig. Ja. Das fehlt so ein bisschen Design von vorne. Ja, also es ist schon so ein bisschen anders gebaut hier. Auch wir haben zum Beispiel uns dann auch überlegt, dass wir hier die Arbeitsfläche hier komplett weglassen und dafür dann eben hier eine installieren, die man einfach dann ja, raus und reinschieben kann. Das ist ja mal so, also ist auch so konzipiert, dass Sie hier jetzt zum Beispiel auch noch mal eine kleine Ablage rein, also Teppich oder sonst irgendwas, damit Sie das hier halt, ja, können Sie halt irgendwas Flaches reinlegen. Sollte da jetzt was, wenn Sie abspülen oder sonst irgendwas, können Sie halt Ihr Tuch auch reinlegen, ne? Mhm. So, und das Fahrzeug, ja. Gibt es auch in unterschiedliche Farben oder ist das jetzt eine diese Farben können Sie sich komplett aussuchen, also wir bauen Ihnen auch eine Feuerwehr, wenn Sie das möchten. Ach. Ja. Also muss nicht weiß sein. Das nein, muss nicht weiß. Sie können auch grün, Sie können auch eine Buche, rustikal Eiche. Es gibt also sehr viele Variationen, die Sie hier anwenden können, die Sie dann eben hier im, ja, verbauen lassen können. Sie können das hier auch in einem grün, gelb, rot, was Sie möchten. Sie haben das Leder mit im Preis drin. Es ist echtes Leder, handgearbeitet. Und das fühlt sich doch gut an. Wow. Ja. Mhm. Also sieht sehr schön verarbeitet aus. Die Nähte total schön gerade. Ja. Auch der Tisch so eingefasst, das hat auch wieder mit Leder hier. Das ist auch das Leder, ne? Das ist Leder, ja. Das ist Wahnsinn. Kann man auch noch verlängern, glaube ich. Ne? Ja, ja, kann man verlängern. Und hier sind auch noch so Staueck. Hier fällt natürlich jetzt dann diese Ablagefläche, die man sonst da oben hat. Hat man hier halt jetzt nicht. Dafür haben sie halt räumlich eben, ja, aber ist größer. Man kann hier gut stehen. Ja. Ja, eine schöne Geschichte. Ich gehe mal quer durch. Ja, bitteschön. Ich sage jetzt schon mal Danke. Ja, bitte. Danke für das Gespräch. So, dann wollen wir mal angucken, hier sind ein paar schicke Betten, wo man ein großes rausmachen kann. Ja, super, also entweder getrennt oder ganz groß. Oh, das ist ja eine Spielwiese. Und auch wieder die großen Schränke hier. Ja. Und das finde ich auch ganz klasse, so schöne Fächer, so was reinzuhängen. Das gibt es ja gar nicht, das ist ja echt Wahnsinn. Also ist für mich der Innovationssieger hier auf der Messe. Ganz ehrlich. Wieder auch Bluetooth dann auch hinterher leuchtet, wobei das auch ein bisschen störend sein kann, aber erstmal hier so ein Nachtlicht,
wenn man das sehen kann, in Blau. Also, Bergefähre und auch die Ambiente. Aber das ist echt der Hammer. Ja, ne? Was, komm mal eben rein. Guck mal da ins Fernsehen. Ich will mal eben deine... So sieht er aus, ne? Bei YouTube. Ja, YouTube. Was hältst du denn von der Innovation hier? Oh, die hat was. Ist das genial? Und den ist kannst cool. Du in jeder Farbe kriegen. Ob das gut der Seite macht auch Feuerwehrauto aus. Ja? Oh, der Krankenwagen sieht schon aus. Softtoast? Ja. Also ist auch richtig stabil, ne? Also ist schon. Das ist auch echt schön vom Design hier. Auch mal so, so Knopf, den nicht alle haben. Ne? So, drückt da drauf, macht die Tür auf. So, und ihr seht schon, wie das Bad aussieht. Ich bin ganz neugierig. Da fühlt mich auch mal eben rein. So. Hat der hier auch einen Lichtschalter? Stimmt. Das ist bestimmt außen, ne? Ja. Wie sich das gehört. Ja, also super geiles Leseweg. Und dann die Dusche hier oben eingefasst. Ist auch ganz toll. Also da könnte ich sogar drin duschen. Und unten mit Holz ausgelegt. Ah, hier diese runde Kanten, das ist echt der Hammer. Und hast du gesehen, dass der Tisch hier sogar in Lehne eingefasst ist? Mhm. So, jetzt geht man nach vorne. Boah. Und dann setzt sich nämlich dann die Farbe noch fort hier im Fahrzeug selber. Also ich werde die Uli überreden, wenn wir in 5 Jahren ein neues Auto brauchen, kriegen wir den. Der ist fantastisch. Achso, ich muss noch einziehen gleich. Moment, wir haben ja noch die Spüle. No. Wir haben in dem Fahrzeug hier unter dem Sitz noch einen Router verbaut. Ja? Und da oben haben wir ein Touch-Display drin. Das heißt, dieses Touch-Display, aber es ist auch dann auf dem schönen Touch-Display haben, haben Sie auch auf dem Handy. So. Ne? Ah, okay. So, und das ist eben, die Technik ist ein bisschen anders. Bin begeistert. Hier, da jetzt die Technik. Oh, ja. Hier haben wir jetzt der Firma Pla, haben wir vorher auch noch nicht gehört, ist auch originell. Und das ist ein 599 Modell, ein teilintegrierter und den hat sich gewünscht. Hannes und Erwin. Hannes und Erwin. Kleine kompakte Wohnmobile. Sag nochmal. Kleine kompakte Wohnmobile. Wollten die beiden sehen. Und da zeigen wir gleich mal den hier, weil der macht auch schon ganz netten Eindruck. Also, ich sag mal, Platz hat man. Boah, die Kopffreiheit. Also, Bett ausreichend. Also, nicht als Note, kann nicht sein. Aber, ja, bequem sieht's aus. Hier ist gleich das Bad. Oh, die Tür knatscht, aber das kann man ändern. Waschbecken, Toilette und eine große Dusche und da oben sogar noch Handtuchhalter. Und 2 Auslässe fürs Wasser unten. Hier nochmal ein schöner Schrank. 2 Fächer für Klopapier und nochmal, wo man Putzmittel reinstellen kann. So. Und Riesenschränke. Ich mach mal auf, ne? Und der Pushlock-Test. Wie muss ich denn drücken? So. Ja, kein Pushlock, das sehe ich schon. So, und. Aber rastet sofort ein, auch nicht verkehrt. Hier. Jetzt hat er jetzt mal den Kühlschrank. Riesengroß. Ja, und unten drunter ist Gefrierschrank. Nee, hier Getränke. Ist Gefrierschrank, da ist Getränke, genau. Habe ich jetzt Gefrierfrank gesagt? Egal. Gefrierfrank. hier kommt der Fernseher rein, da sieht man schon. Und bei dem ganzen, das ist ein tolles Bett, aber das ist ein Familienwagen. Das kann man nicht ganz sehen, erstmal. Und die Uli rafft es, oder verschiebt es doch gar nicht, die fällt doch gar nicht, dass er gerade unterm Bett liegt. Oh! Ist er? Ach, da ist so ein Querdingen. Ja. Ah! Da fährst du runter. Das ist ein Schienen, ich hab doch eine Schienenreihe erkannt. So eine Schienenreihe runtergehen.
Dann wird das inklusive Schrank runtergefahren. Ja. Skyroof. Auf 5,99 Meter. Das ist echt der Hammer, das Ding. Das ist heute der Tag der Begeisterung. So. Ja, Steckkasten ist nein, auch. Hat nichts. Hat natürlich nur keine. Doch. Nee, hat er nee. Nicht. Nee. Nee. Oh, die sind aber blöd zu öffnen, ey. Ach, guck mal, für Flaschen auch nicht schlecht. Das finde ich auch gut. Aber Verschwendung von Platz, ne? Genau. Aber du hast ja genug Platz hier, die Schränke sind ja hier. Da kannst du auch noch was reinstellen, kleine Sachen, Dosen oder so. Aber guck mal, hier oben ist ja noch mal so ein bisschen von der Seite, wo man da reingreifen hier in die Knöpfe da. Ne, da so. Da. Da rein. Das ist ein bisschen mit reingreifen, ist Gewöhnung. Oh, da passt genug. Eigentlich so an. Oh. Etc. Und da passt auch genug rein. Da kann man auch nicht meckern. Ja. Hier hast du noch ein Ablagefach. Und hier noch die Steckdose. Was für eine? Normale. Ambientebeleuchtung, ganz schön. Mhm. Nochmal so ein kleines Brettchen. Oh, hier, nee, das musst du hier unter, ne? Ja. Das passt hier. Wahrscheinlich mal zu fester aufsetzt, dass es gedämpft wird. Aber auch schöne Sitze. Und auch wieder schöne Rundungen hier. Endlich mal ein bisschen rund da rein. Hier schöne Fächer, wo man was reinlegen kann, auch beleuchtet. Und ich setze mich mal hier hin. Oh, ich kriege heute mal die Subjektive zu sehen, meine Einstellung. So. Und das ist ja wohl ein Wohnraum, oder? So, wenn der Preis so anständig ist, da ist der klasse. Wir gucken mal. So, wir haben hier einen Pla 5,99 Meter, einen Grundpreis von 39.500. Und so wie er hier steht, kostet er 47.866. 3,5 Tonnen. Was habe ich noch? Man kriegt den als Citroën oder Fiat Ducato, also ja. Citroën Jumper. Und 2000, ja. Was war das? 834 Fahrbereiterzustand. Genau. Ja. Ja. Ist schon. Also, ich sag mal, vom Preis her ist das der Hammer, ne? Modell Privileg. Sierra. Ja. Sierra Privileg. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Sienna. Sienna? Sienna. Kann auch sein. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, wie alle anderen. Ambientebeleuchtung? Push Test? Oh, geht. Knallt auf jeden Fall nicht. Hast schon mal USB? Auch schon gut. Das ist quasi unsere Spüle, die wir haben. Aber da hast du die Platte weggelassen. Guck mal, das Kochfell. Ja, aber ist ja nicht verkehrt. Nee, braucht man nicht. Aber das Original unsere, wie wir die haben, nur das Einkochfeld fehlt. So, auch hier wieder ein schöner Schrank drüber. Reichlich Stauraum. Warte mal hier. Kleiderschrank. So, hier sind wir Querschläfer. Auch da wieder die Schränke. Zwei Stück da, zwei Stück auf der anderen Seite. So. Und das Bad ist elegant. Schönes Waschbecken. Duschkopf direkt hier an dem Wasserhahn, ist auch nicht verkehrt. Toilette, kleiner Schrank darunter und hier der Duschvorhang, wo ist der gleiche wie den wir haben, der klebt nicht am Hintern. Aber die Tür voll geht auch. Bei Lamellentüren haben wir immer die Eigenschaft zu klappern. Und zu klemmen. Ja. Schubladen. Drei Stück. Ja. Doch, push. Zack. Oh ja, siehst du? Softclose. Softclose, genau. Kühlschrank.
mit Gefrierfach und Gemüse. Ja, sogar mal Lichtchen. Ja, reicht. Und auch hier ist ein Fortschritt. Steckdose. Da gucken wir gar nicht hin. Genau. Und oben wieder unser Ablagefach, was wir ganz wichtig finden. Die Polster sehen auch schön aus. Und großer Tisch. So, lass mich nur einmal in die Ecke gehen. Das Radio. Auch die Polster, die JT-Line, hat auch was. Das ist Leder, aber fällt sich auch gut an. Da auch nochmal die JT-Line. Und auch dieser Shot. Fußboden ist schick. Ja, kann man so machen. Wobei ich das Bett am Ende ein bisschen schmal finde. Am Fußende. Aber das ist Geschmackssache. Der eine kommt damit vielleicht einmal nicht. Hier ist wieder so ein Ausstelltisch, den man so holen kann. Und hier kann man wahrscheinlich den Tisch mit unten dranhängen. Aber ich kann jetzt noch nicht ganz den Sinn da sehen, warum man das hier zumachen sollte. Wahrscheinlich kommt da auch eine Tasche dran, die bei. So, wir kommen von außen, dann kommen wir zum Preis. So, was sagt denn der Preis, mein Schatz? So, wir haben hier ein Giotti Van 54T, 5,41 Meter. Unsere Größe. Hä? Unsere Größe. Genau. Also gibt's auch, gibt's ja, die Maße, Breite 2,5 Meter und die Höhe 2,59 Meter. Im Grunde genommen, der Fiat muss da halt ist, sein. Da ist 120 PS auf Peugeot Boxer Basis und 3,3 Tonnen. Ja. 40.429 Euro einschließlich Steuern, so wie er hier steht. Ist also auch in der Preiskampfklasse, würde ich sagen. Und der gefällt mir sogar in Schwarz, muss ich einmal zugeben. Wir gucken mal einmal in den Keller hinten rein, wie der Keller aussieht. So. Naja. Wieso? Nee, ist doch hier vorne. Ist hier vorne. Ist nur anders befestigt. Ja, da habe ich gar nicht gesehen. Ja? Aber passt nur eine Flasche rein. Aber ist ja wahrscheinlich dann wieder Dieselheizung, oder? Nein. Was sagst du? Kann man machen, ne? Ja, obwohl, es ist mit der Matratze ziemlich eng. Die ist eng, ja, das stimmt. Weil er da schmal wird. Aber dafür hat man ein größeres Bad. Ja, gut. Irgendwo muss es herkommen, ne? Zeig mal von außen. Oh, ich habe jetzt gerade die Uli überredet. Die ist total begeistert davon. Die möchte jetzt gerne dieses Auto hier haben. Den hier. Darf man ihn durch? Danke. So, gucken wir uns hier mal näher an. Ein richtiges Abenteuerfahrzeug. Fast die Abfahrt, ne? Aber ich glaube, da ist ein Reifen so teuer wie unser ganze Van. Überleg dir mal, du bist irgendwo schön auf dem Strand. Das ist diese Größe. Wow. Das finde ich mal eine Terrasse. Aber Schatzi, kommst du mal eben hier, schätze ich mal den Reifen. Einer größeren Vergleich. Uli und der Reifen. Aber da fährst du doch auch eine Terrasse. Das Ding ist echt der Hammer. Wow. Das Ideale für den Abenteurer. Und hier ist jetzt auch mal was für den Menschen, der gerne grillt. Ein riesen Smoker. Aber ich glaube, so viel kann man gar nicht essen, wie da verarbeitet werden kann. Also da kann ein ganzer Schweinestall reinwandern. Oh, Entschuldigung, an die Vegetarier.
jetzt sitzen wir im Shuttle. Für uns ist jetzt die Messe beendet. Schatz, guckst du mal hier rüber? Das ist nett. Dass wir mal einmal gleich Tschüss sagen können. Ich muss mal eben hier rüberreichen, um beide zu sehen. Weil wir sitzen auf unterschiedlichen Plätzen. Na, zu sehen, sind wir dahingestellt. Das ist die Uli. Das bin ich. Und ich sag mal, Party beendet. Und Tschüss in die Ferne. Tschüss in die Ferne.